schön. Ich werde mich total gut. Oh, die sind aber arg breit. Mal sehen, wie das dann auf der Straße sich anfühlt. Der hier sieht durch die Frontspoiler so ein bisschen gefräßig aus, ne? Weil es sind so da unten so dann der große schwarze Mund und das Schwarz vor dem Goldfarben, das hebt sich natürlich auch brutal ab. Ich habe so ein bisschen was Gieriges, klar, ich meine mit der Maschine wahrscheinlich gierig auf Straßenkilometer. Wie könnte man es anders vermuten? Bei einer Sportlerin ist natürlich auch mein Fahrstil sehr sportlich. Es kommt ehrlich gesagt darauf an, ob ich jetzt privat oder geschäftlich, wie man ja so schön sagt, unterwegs bin. Wenn ich es eilig habe, dann gebe ich auch ganz gerne mal Gas. Wie heißt so schön, Geschwindigkeit ist ja gleich Masse mal Beschleunigung. Also Masse haben wir hier einiges zu bieten. Gucken wir mal, wie es mit der Beschleunigung aussieht, oder? Auf geht's. Ansprechend, also ich schätze mal dann doch noch etwas schneller als ich auf meins. Nee, war richtig, richtig gut. So mal ein bisschen hinten in die Sessel rein. War klasse. Also ich glaube, ich entscheide so ziemlich typisch oder frauentypisch, was Autos angeht. Also mir muss in erster Linie die Farbe gefallen und die Form und die Innenausstattung. Ich muss mich da wohlfühlen, wenn ich mich reinsetze. Und dann ist an zweiter Stelle kommen dann irgendwelche technischen Daten, von denen ich sowieso nicht so die ganz große Ahnung habe. Autos werden im Windkanal getestet und auch unsere Anzüge, die sind natürlich, müssen so eng wie möglich sitzen. Es wurde da auch schon gearbeitet mit irgendwelchen Verstärkungen im Nacken, so eine Art Spoiler. Und bei uns ist es leider nicht ganz so einfach wie mit dem Auto. Ein Auto stellt man hin und da verändert sich ja nichts. Also da kann man wirklich die Linie konkret festlegen, wo es am besten ist. Während wir sind ja doch eher in Bewegung. Das heißt, man kann das leider nicht ganz so optimal gestalten wie jetzt bei einem Auto. Aber es wäre schön, wenn es gehen würde. Also da würde man sicherlich einiges gewinnen auf Mais. Ist doch nett, oder? Also was so richtige Schluffen und Heckspoiler sind, das ist schon beeindruckend.